Mobgrazing ist ein neues Konzept, ist ein sehr innovatives Konzept einer Beweidungsstrategie. Und das ist sehr angepasst an den Kontext. Und ich möchte euch da, bevor ich jetzt direkt über Beweidung spreche, nochmal ganz kurz zurückholen. Also wir stellen uns die Frage, wieso sind wir auf den Gedanken gekommen, so ein innovatives Konzept wie Mobgrazing überhaupt umzusetzen? Da ist wichtig, dass wir uns zuallererst einmal fragen, naja, wo sind wir eigentlich? Ja, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung und auch GUTEM, wir sind angesiedelt in Brandenburg. Hier ist Berlin irgendwo. Und Brandenburg ist geprägt von überwiegend sandigen Böden. Ja, also wir können hier erkennen, das ist eine glaziale Geschichte. Unabhängig von der geologischen Geschichte, was passiert ist, haben wir eine Sache überwiegend in ganz Brandenburg, nämlich, dass wir Decksand haben. Ja, wir haben eine richtig dicke Schicht an sandigen Böden. Man spricht auch von der sogenannten Sandgrube. Ja, wir sind in Brandenburg in der Sandgrube. Bodenpunkte fangen bei 18 an, gehen auch mal bis 30 hoch. Also so, dass man ungefähr eine Vorstellung hat, mit was wir hier zu tun haben. Dann gibt es eine zunehmende Klimakrise. Da brauche ich, glaube ich, nicht im Detail mehr drauf eingehen, aber die ist natürlich akut. Und wir haben geringe Niederschläge in Brandenburg. Ja, das ist mir nochmal ganz wichtig auch zu sagen. Wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, nicht mal die 500 mm geknackt. Es waren auch schon über 500, aber wir sind in einem sehr niedrigen Niederschlagsgebiet, was wir schon fast als semiarid bezeichnen könnten. Ja, also die Kombination aus eben überwiegend sandigen Böden und einer zunehmenden Klimakrise, die führt einfach zu einer Ertragsunsicherheit im Futterbau. Da habe ich hier ein Bild für euch. Das sieht natürlich auf der einen Seite sehr ansprechend aus. Das ist die Hauptvegetationsperiode im Sommer. Und wenn eigentlich ich eine dichte Grasnarbe haben sollte oder auch Feldfutternarbe und ich so viel Staub erzeuge, so viel Sand in der Luft ist, das bedeutet natürlich auch, dass es sehr viel Trockenheit gibt. Ja, das sind stagnierendes Pflanzenwachstum gewesen. Wir hatten einfach mehrere Monate, wo nichts gewachsen ist. Und das sind Sachen, mit denen wir in der Realität dann auch zu kämpfen haben. Also ist für uns die Zielsetzung, was wollen wir? Wir wollen trockenheitsresistente Futterbausysteme. Ja, ganz einfach. Wir wollen sicherstellen, dass wir auch in Zukunft einen gewissen Ertrag haben, um damit die Tiere zu füttern. Und wie kann das passieren? Ein Weg ist auf jeden Fall der Bodenaufbau und der Bodenschutz. Ja, das sind mal so die grundlegenden Fragen, die wir uns gestellt haben. Wie kriegen wir das hin? Und dazu möchte ich euch jetzt noch mal ganz kurz Möglichkeiten geben, wie können wir Boden aufbauen. Ja, so ein bisschen ein theoretisches Grundkonzept mitgeben, um dann mit der Beweidungsstrategie Mobgrazing anzuknüpfen. Und hier gibt es drei Wege, zum Beispiel, wie Kohlenstoff in den Boden gehen kann. Das wäre zum einen der Spross. Ja, Spross, also die überirdische Vegetation. Das ist vor allem, da werde ich später drauf eingehen, getrampelte Weidereste von Rindern. Ja, die kommen irgendwann auch im Boden an. Da gibt es zu sagen, das sehen wir hier, wir haben eine Umsetzungsrate von ca. 8%. Sprich, ziemlich viel vergast auch, es kommt nicht alles im Boden an, aber die Mengen sind natürlich dementsprechend relativ groß, weil wir viel Spross haben, der sich einfach bildet. Und das sind auch freiliegende partikulare Substanzen, also partikular sind Feststoffe, freiliegend, sie sind nicht so gut angeknüpft an die Bodenstruktur und dementsprechend auch nicht so eine lange Lebensdauer. Die zweite Möglichkeit, wie wir Kohlenstoff in den Boden bekommen können, CO2 geht hoch, das ist das, was übrig bleibt, und 8% werden umgesetzt in den Pool des Bodens. Da nachher gerne nochmal nachfragen später. Da können wir da gerne im Detail nochmal drüber reden. Bei den Wurzeln sieht es anders aus, weil hier eben absterbende Wurzeln sich ja schon im Boden befinden. Haben wir hier eine Umsetzungsrate von 46%. Und die auch schon dadurch, dass sie halt sich schon an Mineralien angedockt haben, auch als Wurzeln, aggregatgeschützte organische Substanz. Ja, also wir haben hier eine Lebensdauer, die schon fast 50 Mal so hoch sein kann. Und dann gibt es noch einen dritten Weg. Und das ist die sogenannte Rhizodeposition. Ja? Das sind vor allem, und ich weiß, das ist bestimmt einigen von euch ein Begriff, Exudate. Ja? Also das sind Schleime, Sachen, die von Wurzeln gebildet werden. Und das hat man jetzt erst in den letzten Jahren wirklich erkannt. Das sind eigentlich sehr kurzkettige Kohlenstoffe, Kohlenstoffketten,
die allerdings sich teilweise direkt an Mineralien binden können. Ja, man hat ja mal angenommen, man braucht diese langen Huminketten und eigentlich geht es auch mit sehr kurzen Ketten. Und das sind alles Wege, wie wir Boden aufbauen könnten, ja? Also für uns relevant. Vor allem, und jetzt würde ich Bezug auf die Beweidung nehmen, was können wir beeinflussen? Wir können durch die Ruhezeit beeinflussen, in der wir nicht beweiden, zum Beispiel Wurzelwachstum. Dadurch auch beeinflussen, wie viel Exudate werden in den Boden freigegeben. Das heißt, wir haben hier, und natürlich auch, wie viel trampeln wir? Ja, wie viele Weidereste lassen wir? Das heißt, es gibt eine unzählige Anzahl an Möglichkeiten, diese Weidereste, dieses System einfach dementsprechend umzusetzen. Und da möchte ich jetzt das System Mobgrazing einführen. Ja, das Bild ist von dankenswerterweise vom Wintermanuel mir geschickt worden. Wir sind gut befreundet und lässt auf jeden Fall auch seine Grüße ausrichten. Wenn es da noch Fragen gibt, die Initiative Change Grazing, da beantwortet er natürlich auch immer alle Fragen dazu. Ihr seht schon auf den ersten Blick viele Rinder auf wenig Raum. Es gibt natürlich zu dem System Mobgrazing hunderte Definitionen, ne? Es gibt auch hunderte Begriffe, Holistic Management, die sind alle nicht das gleiche, aber ähnlich. Wir haben für uns Mobgrazing genau definiert, weil wir natürlich auch ein wissenschaftliches Projekt haben. Was bedeutet das für uns? Ich will mit euch ganz kurz durch 5 Faktoren gehen, damit ihr versteht, ab wann es für uns Mobgrazing ist und ab wann eben auch nicht. Das ist vor allem die lange Rastzeit. Da habe ich ja eben auch kurz erwähnt, die Rastzeit könnte sich auf Wurzelwachstum auswirken. Ja? Die könnte sich auf Exudate auswirken. Für uns ist es wichtig, eine lange Rastzeit zu haben. Die kann bis zu 300 Tagen andauern. Da gibt es Fälle in New Mexico, also eigentlich in der Wüste, wo wirklich solche Rastzeiten auch umgesetzt werden. Hohe Aufwüchse, die sind bei uns definiert mit mindestens 25 Zentimetern. Ihr könnt es wahrscheinlich hier erkennen, die Rinder gehen von einer schon beweideten Fläche in eine noch zu beweidende Fläche und die verschwinden. Ja, also wir sehen hier ein Stück vom Rücken noch. Ja, das sind auf jeden Fall mehr als 25 Zentimeter. Aber da kriegt ihr ein Gefühl, was das bedeutet für uns, wenn wir von hohen Aufwüchsen sprechen. Hohe Besatzdichten. Ja, es gibt diese Einheit, die benutzen wir ganz viel. Das sind Kilo Lebendmasse pro Hektar. Da wird die Gesamtheit aller Tiere zusammengezählt und dann pro Hektar wiedergegeben. Das ist mir klar, dass das nicht allen von euch ein Begriff ist. Und wir haben eine Mindestbesatzdichte von 100.000 Kilo Lebendmasse. Das wären, wenn wir das in GV umrechnen, 166 GV pro Hektar. Ja, und hier ist ganz wichtig zu sagen, hier geht es um die Besatzdichte, nicht um die Besatzstärke. Die sind klar definiert bei uns im Projekt. Ich weiß, da gibt es immer wieder Fragen, ist das jetzt die Besatzstärke? Das können wir nachher nochmal gerne klären. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Dementsprechend, jetzt, wenn wir die hohe Tierbesatzdichte haben und wir haben eine hohe Aufwuchshöhe, beeinflusst das unsere Beweidungsdauer. Ja? Hohe Tierbesatzdichte heißt im Normalfall, ich gehe mit meiner Beweidungsdauer runter. Und die kann zwischen 6 und 24 Stunden liegen. Sprich, einmal bis mehrmal am Tag werden die Tiere weitergesteckt. Und das hängt natürlich davon auch ab, wie viel Aufwuchs habe ich. Und der nächste Punkt, wie viel Pflanzenrückstände möchte ich haben. Und die Pflanzenrückstände sind ein wesentlicher Teil. Wir hatten ja vorhin drüber über den Spross gesprochen, den wir beeinflussen können. Ja, je mehr Weidereste, desto mehr schütze ich vielleicht meinen Boden. Und auch hier wieder gibt es Richtwerte von ca. 50% Weideresten. Das ist natürlich abhängig, wann im Jahr ich das mache und wann ich es machen will. Genau. So viel mal zu Mobgrazing als Definition. Jetzt hat sich für uns natürlich die Frage gestellt, können wir anhand dieser Kriterien Mobgrazing überhaupt erfolgreich umsetzen? Geht das überhaupt in Nordostdeutschland? Weil wenn das nicht klappt, dann brauchen wir es natürlich auch gar nicht erst erforschen. Und dann ist die zweite Frage, können wir damit eine Mulchschicht aufbauen? Und wenn ja, kann diese eventuell zu einer verbesserten Bodenhydrologie beitragen? Durch zwei Wege. Einmal den physikalischen Schutz. Ja, wir verringern Verdunstung und vielleicht auch Sonneneinstrahlung. Aber eben auch durch diese Anreicherung der organischen Substanz, wie vorhin kurz erklärt. Und dann die dritte und vielleicht auch die wichtigste Frage, lässt es sich, wenn das alles Sinn ergibt, überhaupt sinnvoll in den landwirtschaftlichen Betrieb integrieren? Und das ist das Schöne, dass Ruven euch da einen richtig guten Einblick gleich geben kann, wie das dann in der Praxis auch wirklich aussieht. Also, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gibt zwei Forschungsprojekte an der Hochschule.
Ich darf das erste, das EEP-Agri-Projekt wissenschaftlich betreuen. Die unterscheiden sich insofern, dass wir einmal Ackerfutter beforschen. Das ist das Projekt, wo wir heute mehr drauf eingehen. Und dann gibt es auch das Dauergrünland. Was uns besonders macht in unseren Projekten, sind, dass wir sehr viel Kooperationspartner haben und das Projekt sich aus ganz vielen verschiedenen Unternehmen zusammensetzt. Da ist zum einen Gutem zu erwähnen, Rufen ist hier, die Klimapraxis und Sasa sitzt auch da vorne, die Hochschule und auch andere Praxisbetriebe, die in den Projekten mitwirken. Die Laufzeit geht noch in unserem Projekt vor allem über die nächsten zwei Weideperioden. Und vielleicht ist in dem Zusammenhang sinnvoll zu sagen, wir haben erst angefangen, wir haben das erste Jahr hinter uns. Und die wirklich hoffentlich wertvollen Erkenntnisse, die kommen erst noch in den nächsten Jahren. Ja, das heißt, ich gebe euch hier mal eine Vorausschauung, wie es aussehen könnte, was sein könnte, aber ich kann euch noch keine Fakten nennen in dem Sinne. Und was sind so die Intentionen von diesen Projekten? Das ist in unserem Projekt und in dem anderen natürlich auch, erstmal das Einführen und Testen von Mobgrazing. Geht das als Strategie? Und was aber auch ganz wichtig ist, und das ist ja auch, glaube ich, gestern und heute immer mal wieder erwähnt worden, der sogenannte Wissenstransfer. Weil wenn wir in der Forschung dieses System beforschen und es wird im Endeffekt nicht umgesetzt, dann ist uns nicht wirklich geholfen. Und der Wissenstransfer spielt eine Riesenrolle im EEP-Agri-Projekt. Und da möchte ich gern genauer drauf eingehen. Wir haben einen sogenannten On-Farm-Trial, sprich, wir haben eine problemlösungsorientierte Forschung, die wurde definiert durch Forschung und Praxis. Sprich, wir haben mit Gutem und uns als Hochschule gemeinsam überlegt, wo sind denn die Probleme, wie wollen wir die angehen und haben gemeinsam einen Versuch definiert und testen ihn jetzt unter realistischen Bedingungen eben auf diesem Betrieb. Bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, wenn wir zu Erkenntnissen kommen, dann können die auch direkt umgesetzt werden, weil die werden es ja schon. Und dieses Wissen geben wir dann natürlich weiter. Zum Beispiel hatten wir letztes Jahr einen Mobgrazing-Feldtag mit fast 100 Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Und wir werden dieses Jahr auch ein Train-the-Trainer-Format haben, in dem wir dann auch Berater und Beraterinnen weiterbilden können. Feldtage wird es auch noch weiterhin geben und da seid ihr natürlich auch alle willkommen. Jetzt ganz kurz zum Versuch. Die Versuchsfläche besteht aus 35 Hektar. Davon werden 15 Hektar beprobt. Das kann man hier sehr gut sehen. Wir variieren in den Korridoren zwischen Mobgrazing-Fläche, Koppelweide, Mobgrazing-Fläche, Koppelweide. Das ist sehr schön aufgeteilt, weil wir dadurch die Boden- und die Klimafaktoren vermischen können. Also das ist ein sogenanntes Split-Plot-Design, was sehr wertvoll ist, um hochqualitative Daten zu generieren. Messen tun wir natürlich die Bodenfeuchte, weil ich hatte ja über den Bodenhaushalt gesprochen, den Wasserhaushalt. Wir messen die Aufwuchshöhe und wir ernten manuell. Das sind einige von vielen Sachen, die wir messen. Dann kommen wir zu den Ergebnissen, da gehe ich ganz kurz durch. Die Frage, naja, konnten wir jetzt Mobgrazing erfolgreich umsetzen oder eben nicht? Ruhezeiten haben wir erreicht, Anfang des Jahres von 60 Tagen. Ja, es gibt kein Minimum, der definiert ist, aber wir liegen doppelt so hoch wie in unserer Koppelweide mit 30 Tagen. Sprich, da haben wir für uns klar definiert, klar sagen können, ja, da gibt es einen Unterschied. Die Tierbesatzdichte, die lag bei uns nicht bei 100.000, sondern doppelt so hoch. Die lag bei 200.000 Kilo Lebendmasse pro Hektar. Was wir auch gesagt haben, das passt für uns. Und da ist es mir ganz wichtig, euch nochmal ein Bild zu geben. Ihr seht hier einen halben Hektar als Parzelle. Auf diesem halben Hektar haben wir 100.000 Kilo Lindenmasse. Und ihr seht auch wahrscheinlich, genauso wie ich, die Tiere, wenn sie fressen, die stehen schon eng aneinander. Ja? Sprich, da ist ein gewisser Weidedruck da. Und das kann vorteilhaft sein, zum Beispiel, wenn ich das Selektieren verringern will. Aber der Individualraum, der ist gegeben, wenn nötig. Ja? Wenn Tiere Rückzug benötigen, dann können sich einzelne Tiere natürlich auch von der Herde entfernen. Und das wird oft vermerkt, können sich denn die Tiere überhaupt aus dem Weg gehen? Ja, das können sie, selbst bei so hohen Besatzdichten. Die nächste Frage waren die Aufwuchshöhen. Hattet ihr auch schon das Bild gesehen? Und ja, die haben wir auch erreichen können. Das ist allerdings CSH, Compressed Sward Height, also das ist die komprimierte Aufwuchshöhe. Ist nochmal eine andere Einheit, da gehe ich aber gleich drauf ein. Und dann letztendlich,
Naja, haben wir denn Weidereste gehabt? In der Koppelweide sind es 8%. Wir haben bei einem Gesamtertrag von 50 Dezitonnen 32 von Tieren umsetzen lassen, also sprich gefressen worden. Und da liegen wir wahrscheinlich bei 30-40% Weideresten. Und die sind wesentlich höher natürlich als bei der Koppelweide. Also auch hier haben wir das erreichen können. Sprich, konnten auf jeden Fall Mobgrazing umsetzen. Und jetzt möchte ich euch einen kurzen Einblick geben. Naja, was haben wir denn so gemessen? Und ein Instrument ist davon ganz besonderer Bedeutung. Und das ist ein sogenannter Herbometer. Der wird auch genannt Rising Plate Meter. Ganz viel benutzt in Irland und auch in Neuseeland. Und das Tolle an diesem Instrument ist, der misst super schnell nicht nur die Aufwuchshöhe, aber auch die Dichte vom Bestand. Weil da, wo die Platte zum Liegen kommt, wird dann über diesen Radar genau wird gemessen, wie hoch diese Platte zum Liegen kommt. Und es ergibt sich nicht nur aus der Höhe vom Bestand, sondern auch, wie dicht der Bestand ist. Das heißt, ich kann eigentlich zwei Werte indirekt damit messen. Und wiederum, was auch toll ist, ist, dass ich alles direkt über Bluetooth aufs Handy bekomme und eigentlich innerhalb von 10 Minuten um die 200 Datenpunkte erfassen kann, ja, die direkt in der Tabelle stehen. Das heißt, hier ist nicht nur Potenzial für die Wissenschaft, sondern auch Potenzial in der Praxis, das in Zukunft umzusetzen, um damit datenfundierte Entscheidungen zu treffen, wie ich mein Management umsetze. Ja, wie viel Bestand habe ich denn? Also da ist ein großes Potenzial, eben auch solche Methoden im Projekt zu entwickeln. Das ganz kurz nochmal gezeigt, wie sieht das dann in einer Abbildung aus? Ja, das sind genau diese Höhen gemessen durch das Instrument, den Herbometer. Und da sehen wir, in der Mobgrazing-Fläche hatten wir eine relativ lange Ruhezeit. Das hatte ich ja vorhin erwähnt. Natürlich dementsprechend auch hohe Aufwüchse von bis zu 30 Zentimetern. In der Umtriebsweide, da haben wir schon Anfang Mai beweidet. Ja, und hier war es im Juni. Und dementsprechend auch natürlich viel niedriger. Das heißt, wir können den Unterschied dieser Systeme nicht nur auf dem Feld abbilden, sondern wir sehen sie natürlich dann auch anhand der Daten, die wir messen. Heißt aber natürlich, dass wir das im Feld genauso sehen. Und das ist sehr eindeutig. Ich denke, das seht ihr alle. Wenn ihr draußen auf dem Feld steht, wisst ihr wahrscheinlich relativ schnell, ob sich um eine Mobgrazing oder eine Koppelweidefläche handelt. Genau, wir haben die Weidereste über das ganze Jahr gemessen und die sind signifikant höher als dies, signifikant höher in den Mobgrazing-Flächen als auf den Koppelweideflächen. Das ist wichtig, weil wir natürlich auch die Hypothese haben, durch eine eventuelle Mulchschicht natürlich auch die Bodenhydrologie zu verändern. Und das funktioniert. Ja, wir konnten nachweisen, dass wir auf jeden Fall höhere Weidereste haben. Und hier seht ihr Weidereste. Was bedeutet das? Ja? Also Weidereste sind so definiert, dass es das, was noch am Stängel hängt, aber eben nicht gefressen worden ist und sich darin unterscheidet von der Mulchschicht, welche vielleicht auch schon losgelöst ist vom Stängel und am Boden anliegt. Ja? Und eben diese Mulchschicht, die kann jetzt umgesetzt werden vom Bodenleben. Die wird nochmal ganz anderen Prozessen unterworfen und deswegen differenzieren wir zwischen diesen beiden Sachen, weil es ist eben diese Mulchschicht, die vielleicht einen Einfluss nimmt auf den Boden, aber nicht unbedingt die Weidereste. Hier haben wir noch keinen Unterschied feststellen können. Hier ist allerdings die Hypothese, dass wir noch ein relativ junges Projekt sind und es gibt einige Faktoren, die dazu beigetragen haben, vor allem im ersten Jahr, dass das Ergebnis noch ein bisschen zu verdünnen, vor allem die Stoppelreste aus dem letzten Jahr, wo Roggen angebaut wurde. Wir sind ja in einer Fruchtfolge integriert. Da gibt es einige Gründe, warum wir erwarten, dass es vor allem im zweiten Beweidungsjahr zu wesentlich stärkeren Unterschieden kommen sollte. Genau. Zum Wiederaufwuchs wird Rufen gleich noch was sagen. Aber hier schon mal vorweg, das gibt es. Und im Conclusio lässt sich sagen, ja, wir haben Mobgrazing erfolgreich umsetzen können. Wir sind ganz am Anfang und es braucht noch viel mehr weitere Messungen, um vor allem den Einfluss der Mulchschicht auf die Bodenhydrologie besser abschätzen zu können. Ja? Da wäre zum Beispiel auch spannend, dass wir uns genauer die Wurzelmorphologie anschauen, so vielleicht auch irgendwann mal Exudate messen können. Wir werden ab diesem Jahr Unterstützung bekommen durch Drohnen. Da freue ich mich auch schon drauf, weil wir dadurch noch mal genauere Unterschiede feststellen können, zum Beispiel Vegetationsindexe, feststellen können, naja, ist diese Pflanze jetzt im Trockenstress oder eben nicht. Das lässt sich durch Fernerkundung und eben auch durch Drohnen relativ gut bestimmen.
Und letztendlich möchte ich nochmal betonen, wir haben On-Farm-Trials. Ja? Wir haben ein riesen Innovationspotenzial eben dadurch, dass wir mit der Praxis zusammenarbeiten und Erkenntnisse direkt umgesetzt werden können. Und damit würde ich sagen, geht es weiter in die Praxis. Und dann übergebe ich das Mikrofon an Rufen. Danke, Nils, für die gute Übergabe oder die gute Vorarbeit. Hallo zusammen. Mein Name ist jetzt schon oft genug gefallen. Ich arbeite beim GUTEM und bin da in der Position des stellvertretenden Leiters des Rinderbereichs. Nochmal, um auf unseren Betrieb einzugehen. Genau, wir sind ein Landwirtschaftsbetrieb in der Uckermark, nördlich von Berlin. Das hat Nils ja auch schon dargelegt. Wir haben Ackerbau, Rinderhaltung und noch so einen kleinen Schweinestall im geschlossenen System, aber das ist eher Hobby des Eigentümers. Genau. Das ist der Gutshof, der ehemalige, das ehemalige Rittergut. Und genau, wir liegen im Biosphärenreservat Schorfheide-Korin. Zu unserem Standort. Wir haben 3000 Hektar Ackerfläche und 300 Hektar Grünland. Und von den Ackerflächen sind die Hälfte ungefähr, also so 1500 Hektar im Jahr in Luzerne-Kleegras-Mischung als Zwischenfrucht. Genau, wir haben 500 Millimeter Niederschlag und die Böden zeichnen sich vor allem durch Wechselhaftigkeit aus. Also wir haben lehmig bis sandig und das sehr stark variierend. Genau, und zu unserer Rinderhaltung. Die ist aufgeteilt auf drei Standorte. Ein Standort ist da ausgerufen als Innovations- und Entwicklungsstandort. Das ist auch der Standort, wo das EIP-Projekt stattfindet. Wir haben insgesamt 650 Mutterkühe, Fersen- und Ochsenmast und eine ganzjährige Weidehaltung. Und an dem Standort, an dem Entwicklungsstandort, haben wir 200 Mutterkühe, je nach Saison natürlich dann auch 200 Kälber und irgendwas zwischen 150 und 200 Masttieren. Der Schwerpunkt ist ganz klar Lowster Stockmanship, Mob Grazing und zu meiner großen Freude ab in circa 2 Wochen auch der Weideschuss. Das Standardverfahren, also was ich vorhin eingangs erwähnt hat, wir haben relativ wenig Grünland, also der Grünlandanteil ist relativ gering. Das heißt, wir beweiden Ackerstandorte überwiegend. Und das Standardverfahren ist, dass wir in der Fruchtfolge 1 bis 6 Jahre Truschfrüchte haben. Die letzte Kultur ist Roggen mit einer Untersaat und die wird im Folgejahr dann beweidet. Wir haben eine Weidenutzung von 1 bis 5 Jahren. Und je nachdem, was die Fläche braucht und was für die Fläche gut ist und auch noch ein bisschen auf die Infrastruktur und die Erreichbarkeit durch die Tiere angepasst. Und durch dieses System stehen wir nur bedingt in der Konkurrenz zu der Lebensmittelproduktion oder zu der Getreideproduktion. Und so sieht es dann im Frühjahr aus. Die Kühe stehen bis zum Bauch in der Luzerne, wenn es gut läuft, wenn wir Niederschlag haben. Genau, aber das Wetter verändert sich. Das heißt, man kann dieses Standardverfahren nicht einfach so weiterführen, weil das wird meiner Abschätzung nach dazu führen, dass wir relativ bald überlegen müssen, ob wir die Tiere überhaupt weiterhalten. Da wir das wollen, müssen wir uns ein paar Sachen überlegen. Und hier nochmal so die Niederschläge dargestellt. Was man erkennen kann, ist, dass im Frühjahr und im späteren Sommer wir einfach immer so Trockenperioden haben. Meistens im Juni haben wir nochmal wirklich Niederschlag. Das ist auch meistens dann, wenn wir unser Fahrsilo zudecken. Das Hauptaugenmerk möchte ich jetzt gleich mal auf das Jahr 2022 legen. Da hatten wir im März so gut wie keinen Niederschlag und dann im April bis Juni nicht viel und von Mitte Juli bis Mitte August keinen Niederschlag. Also das, was da gefallen ist, ist am Anfang des Monats gefallen und da am Ende, aber wir hatten wirklich 4, 5 Wochen null Niederschlag. Das Foto hat Nils schon gezeigt, das sieht dann bei uns so aus. Wie er auch sagte, schön romantisches Bild. Ich habe dann auch verstanden, warum die
Cowboys immer mit einem Halstuch abgebildet werden. Man hat wirklich dann Knirschen zwischen den Zähnen, wenn man mit den Rindern unterwegs war. Und das ist für uns fatal, weil wir einfach, wir haben zu diesem Zeitpunkt noch Futter. Man sieht da rechts und links noch ein bisschen was Grünes. Aber wenn wir dann durch sind mit dem Zyklus, ist auf den anderen Flächen einfach noch nichts gewachsen. Wir haben keinen Wiederaufwuchs. Und wenn wir dann zu früh auf die Flächen gehen, dann überweiden wir sie. Und diesen Dämpfer, den wir diesen Flächen und den Pflanzen geben, der zieht sich bis ins nächste Frühjahr. Und dann haben wir hoffentlich Niederschlag. Das heißt, wir schädigen nachhaltig die Fläche. Und das müssen wir irgendwie verhindern. Genau. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Also wir haben dann da zu diesem, also nicht zu dem Zeitpunkt schon lange, aber ganz zum Anfang, als ich vor 6 Jahren den Betrieb angefangen habe, haben wir als erstes die Parzellen verkleinert. Also weg von einer fast Standweide hin zu einer Umtriebsweide oder Koppelweide, wie man immer das definiert. Und haben damit so ein bisschen experimentiert. 2018 kam Greg Judy zu uns auf den Hof und hat einen Vortrag gehalten über das Mob-Grazing-System, das er macht. Und dann haben wir angefangen, das auszuprobieren. Genau, und da hat sich für uns ein Beweidungsverfahren herausgestellt, dass wir die Tiere mindestens einmal am Tag umtreiben. Im Frühjahr gibt es so 2 bis 3 Hektar am Tag, also für 140 GV. Und im Herbst ungefähr doppelt so viel. Und das Elementare bei uns ist, oder was sich herausgestellt hat, ist, dass wir nach 3 Tagen einen Rückzaun machen. Also dass wir nach 3 Tagen entweder verhindern, dass die Tiere zurücklaufen oder aber die Tiere von der Fläche genommen werden. Dass die Pflanzen, die in den Wiederaufwuchs gehen, nicht gestört werden und nicht verbissen werden. Das hat auch einen riesen Effekt gezeigt. Genau. Und wenn der Aufwuchs es zulässt, dann machen wir Mob-Grazing. Das ist meistens in der ersten Beweidung im Frühjahr. Dann gehen wir hoch bis 300.000 Kilo pro Hektar und haben 2 bis 4 Umtriebe am Tag. Genau. Das ist, hat Nils ja auch schon gezeigt, da sind wir ein bisschen spät dran, aber das ist halt auch unser Futtervorrat. Die anderen Flächen sind dann halt auch noch nicht nachgewachsen und dann beweiden wir auch die Flächen so und finde ich auch gar nicht schlimm. Die Tiere finden es gut und es ist auch schön zu sehen, dass die Tiere im Futter schwimmen. Hier ist ein Bild, da sind die Tiere auf eine neue Fläche gekommen und sind da beim ersten Beweidungsgang durchgegangen. Und das kann man sich auch wirklich so vorstellen. Die Tiere bleiben als Mob, als kompakte Herde und bewegen sich wirklich über diese Parzellen. Und die machen 3, 4 Runden und dann geht es auf die nächste. Das heißt, es bleibt nicht so. Genau, und hier sieht man es nochmal schön, den Unterschied. Von der rechten Seite, so hinterlassen sie die Fläche dann. Das ist nicht mehr so wie das Bild davor. Aber immer noch sehr viel Weidereste. Und links, genau, ist die neue Fläche. Wie man hier an dem Blütenstaub erkennen kann, sind wir wirklich spät dran. Genau, hier nochmal deutlich der Rückzaun. Das ist jetzt die Versuchsfläche, da geht man ein bisschen präziser vor oder der Rückzaun kommt ein bisschen schneller, weil man natürlich auch vor- und nachher Messungen machen muss und dann die Tiere von der Fläche sein sollen. Aber was man hier gut sehen kann, ist der Unterschied zwischen der Fläche, wo sie sind, der Fläche, wo sie gerade eben runter sind und der Fläche einen Tag oder 2 später. Da ist die Mulchschicht schon etwas vertrocknet, sie ist näher am Boden und es kann sein, dass man hier nur 30 Minuten vielleicht auch 1 Stunde die Tiere später runter hat und es hat so einen großen Unterschied. Das heißt, man muss auch präzise arbeiten. Genau. Hier nochmal so Bilder vom niedergetrampelten Flächen. Ist auch ziemlich schwer, das den Mitarbeitern zu vermitteln, weil das ist schon ein sehr deutscher Gedanke, dass der Teller aufgegessen werden muss. Und das ist der erste Kommentar ist Futterverschwendung. Genau. Hier nochmal was zum Wiederaufwuchs. Wir hatten am Anfang große Sorge, ob die Pflanzen da durchkommen durch eine Mulchschicht und ist sie zu dick oder wird es denn gut gehen? Es geht sehr gut. Das kommt da durch und die Tiere können das fressen, die Tiere kriegen das da raus und es wächst. Also kann ich jetzt so berichten. Genau. Und im späteren Sommer sehen die Flächen auch mal so aus. Das ist natürlich jetzt keine optimale Fläche für die Tiere zu ernähren, aber die Alternative ist einfach nichts.
oder halt die Fläche zu früh zu beweiden. Und man sieht dazwischen drin immer noch Grünes und die Tiere holen sich das da raus. Und die fressen auch das Heu am Stängel beziehungsweise trampeln es nieder. Also unsere Tageszunahmen zeigen einfach, dass die Tiere gut ernährt sind. Genau. Die Herausforderungen waren, wie kriegen wir das in den Betrieb integriert? Also erstmal Infrastruktur. Wir haben 13 Kilometer Wasserleitung verbuddelt und haben uns dann irgendwann für diese Tränken entschieden, weil sie auf den Pickup hinten drauf passen, weil eine Person sie alleine bewegen kann. Wir haben mit Zaunpfählen viel rumprobiert. Wir sind bei diesen hängen geblieben, weil sie sehr leicht sind und man viele davon transportieren kann. Wir haben eine übersetzte Haspel, dass das Einrollen schneller geht. Eine Haspel und ein Köcher voll Pfähle gibt eine Einheit für 400 Meter Zaun. Damit messen wir auch teilweise. Genau, und hier sieht man auch einen Mitarbeiter beim Einsammeln des Zauns. Das haben wir bisher zu Fuß gemacht. Ab dem Frühjahr haben wir einen Quad. Dann ist es vorbei mit dem Laufen. Genau, hier nochmal eine Fläche. Und das Bild ist also für mich einfach Inkarnatklee, Sonne, Kühe. Da ist mein Tag gerettet, wenn ich das so auf der Fläche sehe. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe und habe dieses Bild, ist einfach, das wird ein schöner Tag. Auf jeden Fall. Genau. Hier jetzt nochmal so ein kleiner Rückblick zur Weidesaison 2022. Wir hatten einen Weideaustrieb am 19.04., was für unsere Verhältnisse sehr, sehr früh ist. Bisher war es so Anfang Mai, eher Mitte Mai, je nach Niederschlag. Wir hatten im Durchschnitt 3 Beweidungen, was auch sehr viel ist für uns. Wir waren so bei 2, 2,5 davor. Wir konnten die Rastzeiten einhalten von 30 bis 60 Tagen. Wir hatten, wie schon erwähnt, diese Dürreperiode von Mitte Juli bis August und waren dadurch gezwungen, ab Mitte August eine Herde 3 Wochen mit Heu zuzufüttern. Das Heu haben wir ausgerollt und haben eine Fläche geopfert, in Anführungsstrichen, um die anderen Flächen zu schonen, dass wir halt noch Futter haben, dass, wenn es wieder regnet, der Wiederaufwuchs für uns noch nutzbar ist. Ansonsten hätten wir die Flächen schon beweiden müssen und hätten einfach für den Rest des Jahres nichts mehr gehabt. Genau, füttern auf der Fläche machen wir so. Wir können so sehr gezielt füttern. Wir verteilen das Futter im Gegensatz zu irgendwelchen Rundraufen, die man hinstellt. Man hat dann sehr große Vertrittsschäden und so. Einfach so Spots, die belastet sind. So können wir die Reste, die bleiben, obwohl die Tiere nicht viel übrig lassen, wenn man gezielt füttert, und aber auch die Ausscheidung der Tiere gezielt steuern auf der Fläche und sie dahin bringen, wo man sie eigentlich gerne haben möchte. Genau. Ein Problem, was wir noch haben, ist, was man hier sieht. Nach dem ersten Frost zieht sich die Luzerne zurück, schmeißt die Blätter weg und wir haben noch ein paar Stängel übrig und haben dann eigentlich kein Futter mehr. Klar sind dann noch so ein bisschen Gräser, aber der Hauptfutteranteil ist doch schon die Luzerne und die ist dann einfach weg. Und mit der Problemstellung haben wir dann angefangen, Aussaatversuche zu machen. Hier ist ein Aussaatversuch mit Edmund Leisen zusammen. Wir haben 21 verschiedene Sorten Luzerne gedrillt. In Streifen 6x60 Meter in 3 Wiederholungen. Die Hälfte davon wird beweidet und die Hälfte davon geht in die Schnittnutzung, um einfach zu gucken, können wir andere Sorten Luzerne gezielter einsetzen, die besser zu unserem Betrieb passen, zu unseren klimatischen Verhältnissen, als das, was in der Standardmischung drin ist. Genau, und hier nochmal ein Überblick von einer zweiten Versuchsfläche. Das ist eine Fläche, der innere rote Kreis, nein, nicht ganz Kreis, aber ist 36 Hektar groß. Hier oben sieht man den zweiten Luzerneversuch. Wir haben denselben Versuch mit den 21 Sorten nochmal angelegt, auf einem sandigeren Standort. In Orange ist ein Versuch mit Zusammenarbeit mit Manuel Winter und der DSV, wo es um angepasstere Gräser fürs Mobgrazing geht. Und hier unten das Grüne, da haben wir zu unserer Standard-Untersaatmischung die haben wir in Streifen gedrillt und jede zweite Spur freigelassen und haben in der zweiten Spur Spitzwegerich und Wegwarte zugefügt, um einfach wirklich
einen Unterschied zu haben und gut gucken zu können, das vergleichen zu können und auch schauen zu können, wo gehen die Tiere eher hin, in welchen Streifen. Genau, das sind eigentlich, ach so, es gibt noch einen anderen, noch einen Versuch, noch einen sechsten, wo wir einfach ein paar Gräser wo wir ein paar Gräser in der Mischung ausgewechselt haben, um zu gucken, ob wir frosthärtere Gräser vielleicht bekommen oder was sich da eignet, dass wir einfach irgendwie länger im Winter die Tiere weiden lassen können. Genau. Zum Fazit vom Mobgrazing bei uns. Die Vorteile ist ganz klar, wir haben ein gleichmäßigeres Abweiden. Und wenn wir präzise arbeiten, auch weniger Stängel. Wir konnten es in 2022 im Vergleich zu vorher einen Monat länger weiden. Und das ist irgendwie wir haben Futterkosten von 1,66 Euro pro KV und Tag. Das ist bei dem Standort, nur bei diesem Standort ist es ein Preis von 580 Euro am Tag. Und da ist ein Monat ganz schön viel. Wir haben gesündere Bestände, in Anführungsstrichen gesündere Bestände. Was ich damit meine, ist die Luzerne und Inkarnatklebe, die man auf dem Foto vorher auch gesehen hat, die werden nicht weniger im Laufe der Beweidung. Also nach 4-5 Weidejahren noch Inkarnatklebe in der Fläche zu haben, finde ich was Besonderes. Und die Luzerne wird auch mehr buschiger, bessere Aufwüchse. Diese Fläche, die man hier sieht, die war im ersten Nutzungsjahr total verkrautet. Also da war mehr Distel als alles andere. Und wir haben es durch die gezielte Beweidung und Trampelung hinbekommen, dass die jetzt so aussieht und wirklich eine effektive und gute Futtergrundlage für uns darstellt. Und der Hauptteil für mich, oder die Hauptargumente für mich, weiterzumachen mit dem Mobgrazing, sind die Tiere. Wir haben ausgewogenere Herden. Die sind ruhiger, die sind friedlicher und sie liegen mehr. Sie streiten sich nicht mehr um Futter. Müssen sie nicht, weil in 2 Stunden geht da der Zaun auf und dann nimm du den Grashalm, ist mir egal. Und das sind für mich eigentlich die Hauptargumente. Wir haben weniger Parasiten. Wir haben weniger Endoparasiten und wir haben viel, viel weniger Fliegen. Wir testen jedes Jahr die Herden durch mit Kotproben. Wir sind erst von jährlicher Parasitenbehandlung auf 2-jährliche. Mittlerweile sind wir das 3. Jahr in Folge ohne und kriegen immer noch die Ergebnisse vom Tierarzt. Geringer bis sehr geringer Befall, Behandlung wird nicht empfohlen. Und das ist natürlich was, was ich toll finde. Keine Chemie einzusetzen ist für mich immer besser. Unsere Masttiere kriegen wir bis zur Schlachtreife ohne irgendeine Parasiten- oder medikamentale Behandlung. Das ist mir auch sehr wichtig. Und hier gibt es ein Video zum Thema ruhige Tiere. So gehen die Tiere von Fläche zu Fläche. Da ist keine Aufgeregtheit, da ist kein Moon, da ist nichts. Die Tiere gehen rüber, bleiben stehen, senken den Kopf, fangen an zu fressen. Und es ist nicht, weil sie hungrig sind. Also bis auf diese eine Kuh hier haben die alle einen gefüllten Pansen. Das heißt, die sind satt, haben trotzdem ein Interesse, auf die Fläche weiterzugehen. Und wir haben auch, die Tierarztkosten sind runtergegangen, massiv runtergegangen. Ich musste bei der letzten Ökokontrolle, dem Kontrolleur dreimal versichern, dass das alle Abgabebelege sind und dass wir nichts unterschlagen haben und dass wir wirklich so wenig Tierarzt hatten. Das hat er bei der Betriebsgröße einfach nicht geglaubt. So, es war schwierig, ihm das zu vermitteln. Genau, ich komme jetzt noch ganz kurz zu einem Thema, was nur indirekt damit zu tun hat, aber meiner Meinung nach die Grundlage für alles ist, was mit den Rindern zu tun hat. Die Kommunikation mit den Tieren, die auf Basis ihrer Sprache beruht. Wir könnten mit den Tieren nicht so arbeiten. Wir haben Herdengröße bis 300 Tiere und eine Person nimmt die und treibt die von einer auf die andere Weide. Wenn wir einen Radweg überqueren, sind wir zu zweit. Und wenn wir eine Straße überqueren, dann sind noch mal 2 da, die mit dem Auto die Straße absperren. Aber das geht nur so einfach und so leicht von der Hand und mit Freude, wenn wir mit den Tieren einfach so umgehen, dass wir respektvoll und achtsam mit ihnen umgehen.
die Bedürfnisse der Tiere erkennen und achten und die Produktionsablaufe den Bedürfnissen unterordnen. Das ist ein ganz, ganz elementarer und wichtiger Punkt. Wenn wir die Tiere umstellen, wenn wir Mobgrazing machen und wir bringen sie auf eine neue Weide, müssen wir darauf achten, dass wir ihre Liege- und Ruhezeiten einhalten. Ich kann die Tiere nicht umstellen, wenn die gerade alle am Chillen sind und wiederkäuen. Die müssen einfach dann, wenn die Fresszeit wieder beginnt, dann müssen sie rüber. Und das müssen wir erkennen, das müssen wir uns angucken. Und dann müssen wir ihnen das auch noch so sagen, dass sie es verstehen können. Weil wir können denen ihre Sprache lernen, die können es nicht. Und dann ist es unsere Pflicht, das zu tun. Genau. Und dann wird es einfach mit den Tieren umzugehen und mit den Tieren auf die Weide zu gehen, eine große, große Freude. Und dann sind die Mitarbeiter zufriedener und jeder freut sich auf den Spaziergang mit den Tieren und nicht, oh Gott, wir müssen die Rinder umtreiben. Hier sieht man ein Bild aus der Luft. Wir sind zu zweit, wäre alleine gegangen und wir wollen da unten hin. Da unten ist ein Tor. Und die Tiere laufen dahin, weil wir ihnen das sagen, weil wir mit ihnen kommunizieren können und durch das, wie wir laufen und wie wir uns bewegen, den Tieren sagen können, bitte geh da unten vors Tor. Bleib bitte da vor dem Tor stehen, wir gehen um dich rum, machen auf und dann kannst du auf die neue Weide. Und das alles in Ruhe, stressfrei. Die muhen nicht, die koten nicht. Die Kälber sind bei Fuß und die bleiben auch bei Fuß, weil das so einfach geht. Wir haben viel weniger Stress und viel weniger kranke Tiere. Und sowas ist dann einfach die Beendigung des Tages, der mit dem Inkarnatklee in der Sonne begonnen hat. Genau, und dann würden wir jetzt eigentlich zu den Fragen kommen. Zum ersten Vortrag, 25 bis 30 Zentimeter, wo Aufwuchshöhe bedeutet, ihr messt das, wenn das so hoch ist? Oder ihr messt, wann es so hoch ist? Oder inwiefern war das ausschlaggebend, ob Mobgrazing geeignet ist oder nicht, wenn ich es richtig verstanden habe? Das ist eine gute Frage. Es gibt verschiedene Arten von Aufwuchshöhen. Es gibt, wir nennen das im Englischen Pre-Crazing Sword Height und Post-Crazing. Also das ist jetzt, da geht es um die Aufwuchshöhe genau vor dem Beweidungszeitpunkt. Ja, natürlich hat dieser Aufwuchs jede Höhe hinter sich. Wir haben eine ganze Kurve gemessen, aber die relevante für uns ist der Aufwuchs genau vor der Beweidung. Und um den geht es. Also wenn es die Höhe erreicht hat, dann dürfen die rein? Genau. Okay. Dann die dürfen auch vorher rein, nur dann ist es kein Mobgrazing. Ja, okay. Ja. Rinder versteht, dann kooperieren sie auch sehr zuverlässig. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ist, ja. Ja. Ja, natürlich. Es ist schön, dass man das wieder mal hört. Das hört man sonst nirgends mehr. Es ist leider nicht alltäglich. Nee. Es ist, müsste eigentlich normal sein. Normal sein. Ist es aber leider nicht, ja. Einmal nochmal der Unterschied Besatzdichte und Besatzstärke. Als erste Teil. Genau, also der Begriff, der wird immer mal wieder anders benutzt und ich will auch nicht sagen, welcher richtig und falsch ist. Ich sage nur, welchen wir für uns so definiert haben. Und da beruhen wir uns auf eine Definition von Voisin, der hat das 1920, 1930 schon definiert. Und zwar ist die Besatzstärke ist die gesamte Tieranzahl geteilt über den ganzen Betrieb. Ah, okay. Ja, sprich, also es liegt dann oft so bei 1 oder 2 GV. Weiß nicht, weißt du das Rufen wieder bei euch? Knapp unter einem GV vielleicht? Die Besatzstärke? Über den gesamten Betrieb? Deutlich unter 1 GV. Deutlich unter 1 GV. Das ist immer wichtig zu sagen. Ne? Und das heißt aber nicht, dass wir unsere Besatzdichte ist dafür umso höher, wenn wir beweiden. Ne? Habe ich ja gesagt, bei Minimum 166 GV. Und das Besatzdichte ist zum Zeitpunkt der Beweidung die zu beweidenden Tiere auf der zu beweidenden Fläche. Danke. Und das Zweite wäre noch, wie schätzt ihr eine Runterskalierbarkeit ein, wenn ich jetzt denke, ich möchte es im kleinen Stil mit, weiß ich nicht, nur vielleicht 6 bis 10 Rindern, ich meine Mobgrazing-Mobile, da gibt es ja die interessantesten Dinge, um es irgendwie einfach zu gestalten. Habt ihr da eine Meinung zu, ob das sinnig ist oder ist es eher, ja, man schafft es letztendlich doch nicht so? Würde mich interessieren. Also, ich meine, die erste Frage, die man sich da stellen muss, ich möchte da jetzt nicht unterstellen, dass es nicht passiert ist, aber passt Mobgrazing zum Standort?
es macht keinen Sinn, Mob-Grazing im Allgäu zu veranstalten, weil da regnet es. Und das Zweite ist, ich glaube, es geht auch mit sehr wenigen Kühen. Also ich selbst habe privat, weil mir das noch nicht reicht, noch fünf. mit denen habe ich das probiert und habe gemerkt, okay, ich schaffe es nicht. Es ist viel Arbeit. Man muss sich halt sehr eng stellen und die Tiere liegen dann auch Dinge mehr Platz und es ist ein bisschen schwieriger. Aber ich sage nicht, dass es nicht geht. Wir sind halt mit Herdengrößen bis 300 Tiere, da kriegen wir das gut hin, weil das andere haben wir so noch nicht ausprobiert. Und ich habe es persönlich so neben dem Job nicht geschafft. Da würde ich vielleicht nochmal ergänzen, Rufen, du hast es schon erwähnt gehabt, allein den Rückzaun, ja, nicht länger als 3 Tage da zu verweilen und immer nachzuziehen, ja, sprich die Kühe oder die Rinder können nicht den Wiederaufwuchs fressen, das macht schon mal einen Riesenunterschied. Ja, da reden wir noch nicht von Mobgrazing, aber da ist schon mal ein Großteil der Arbeit getan. Ja, wir schädigen nicht aktiv die Grasnarbe, wir schädigen nicht das Wurzelwachstum. Und es gibt auch andere Schritte für ein angepasstes Beweidungssystem. Genau. Sie hatten ja zwischendurch das Bild mit den ganzen, mit den Tieren, bauchtief in der Luzerne. Und da ist mir so die Frage gekommen, Luzerne ist ja ein relativ proteinhaltiges Futter. Wenn die so bauchtief in der Luzerne stehen, ob das dann für eine, wie man das macht, dass man da trotzdem eine ausgewogene Ernährung dann hat? Die Tiere machen lassen. Also wir haben Gräser dazwischen und sie fressen das, was sie brauchen und das, was sie mögen und es ist meistens das Gleiche. Wir haben zum Beispiel jetzt letztes Jahr in der Beweidungssaison sind wir sehr, sehr früh raus und hatten da immer eine große Angst vor. Also wir haben ja auch unterschiedliche Beweidungszeiträume für die Gräser, frühe Gräser, späte Gräser, Luzerne, das ist ja alles vermischt auf der Fläche. Und wir gehen sehr früh mit den Tieren raus und die fressen die sich die frühen Gräser raus und lassen die Luzerne unangetastet, wenn man das präzise macht. Und ich glaube, im Jahr, wir haben keine Probleme mit blähenden Tieren. Das hatte ich in den 6 Jahren bei einem Kalb. Sonst hatte ich das noch nie, obwohl wir in die bauchhohe Luzerne gehen. Natürlich ist es so, dass wir die Luzerne relativ spät beweiden. Also da ist der Proteingehalt schon ein bisschen geringer, immer im Idealfall kurz vor der Blüte oder während der Blüte. Aber selbst wenn wir sie ein bisschen früher beweiden, wir haben das nicht. Wahrscheinlich, ich kann das nicht wissenschaftlich darlegen, ich vermute, es ist der hohe Gräseranteil und dass die Tiere selektieren und sich das rausziehen, was für sie gut ist. Genau, und auf der Versuchsfläche haben wir eben natürlich auch eine Vegetationsaufnahme gemacht und also nicht nur die Luzerne, aber alle Leguminosen kommen im Durchschnitt auf 30% des Deckungsbeitrages. Sprich, auch wenn wir es hier nicht gesehen haben, es gibt Gräser, vor allem das Knaulgras und das ist sehr ausgeglichen. Ich habe selber auch schon auf Betrieben gearbeitet, die gehen Richtung reine Luzernebestände und da ist natürlich der Blütezeitpunkt viel, viel wichtiger, aber das haben wir hier nicht. Wir sind hier ganz weit weg von überhaupt dem Gedanken, dass es Blähung geben könnte. Frage, wie macht ihr das mit der Vermehrung? Läuft da ein Bulle mit oder werden die gepfercht oder was ist das auch für eine Rinderrasse? Ist das Chevrolet? Ja, das sind Uckermärker. Ja, ist die jüngste Rasse in Deutschland, eine Kreuzung aus Chevrolet und Fleckvieh. Vermehrung. Wir haben Blockabkalbung und wir lassen den Bullen 6 Wochen in die Herde. Genau. Noch eine Frage? Danke. Ich hätte folgende Frage. Einmal, wenn ich es richtig verstanden habe, 2700 Hektar Ackerbau. Da ist ja nicht ganzjährig Zwischenfrucht drauf und 300 Hektar Weide. Mit 300 Rindern lässt sich damit die gesamte Zwischenfrucht sozusagen durch die Rinder umlegen sozusagen oder muss man darüber hinaus auch maschinell vorgehen? Und die zweite Frage, wie wirkt sich dieses Verfahren letztendlich auf die Erträge im Ackerbau aus? Wie wirkt sich auf die Erträge im Ackerbau aus? Oder ich fange mal andersrum an.
Das, was wir mit den Tieren erreichen können, was arrondiert ist, diese Flächen werden beweidet und die anderen Luzernegrasflächen werden geschnitten, gehäckselt und es wird Fahrsilo gemacht. Das ist unser Winterfutter. Wir haben kein Futterproblem, aber wir kriegen alles verwertet. So, und wenn halt mal ein Dürrejahr ist mit schlechter Ernte, haben wir immer noch kein Futterproblem. Wir haben, also in den 6 Jahren, in denen ich da bin, haben wir nie Futter zugekauft und eher den Nachbarbetrieben noch geholfen. Genau. Die zweite Frage. Hat das Auswirkungen auf den Ackerbau? Also, ja, die Auswirkungen auf den Ackerbau. Ich bin seit 6 Jahren im Betrieb und seit 6 Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema, auch testen und ausprobieren. Und die Auswirkungen auf den Ackerbau durch das Mobgrazing, was wir jetzt die letzten 5 Jahre machen, ist noch nicht sichtbar und auch schwer messbar. Und davor weiß ich es nicht, weil dieses System, dass Ackerflächen beweidet werden, läuft schon seit 15 Jahren. Genau, und die Zeit davor kenne ich nicht, weiß ich nicht.